Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video im Januar und damit bedeutet es, es ist vegan, nicht automatisch, denn eigentlich habe ich diesen Trend noch gar nicht mitgemacht bisher, oder? Ich glaube nicht. Wir gucken uns vegane Sachen an und zwar diese hier. Vegane Fleischsalate, beziehungsweise veganer Fleischsalat, veganer Eiersalat, veganer Coleslaw. Wobei veganer Coleslaw eigentlich schon irgendwie dann so ein bisschen ja, komisch ist. Also das finde ich dann jetzt irgendwie nicht so interessant, weil Coleslaw wird ja sonst mit Mayo gemacht. Gut, Mayo kann man dann auch ohne Ei machen und dann ist es irgendwie auch schon längst vegan. Deswegen ist es so ein bisschen Marketing-Gedöns. Trotzdem, bei Netto Marktdiscount bzw. Edeka gibt es sie von der Marke Wie Happy. Ich glaube 1,69 oder 1,79 hatte ich für die 200 Gramm Packung bezahlt. Ich glaube 1,69. Damit ein bisschen günstiger als das Markenprodukt von Pop, welches 1,99 kostet. Es ist nicht der gleiche Hersteller, ich habe es geprüft. Und der vegane eifreie Salat von Pop sind, hieß der überhaupt Pops? Nee, von Pop. Von Pop, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Unfassbar lecker. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie diese hier sind. Ich habe sie alle noch nicht probiert. Ein Arbeitskollege hat sie neulich mal, nicht ein Arbeitskollege, ehemaliger Unikollege hat es neulich mal gezeigt, diesen Fleischsalat. Grüße gehen raus an Black Mage. Ich bin sehr gespannt, ob die Empfehlung gut war. Und deswegen schauen wir jetzt einfach direkt mal drauf, passend zum veganen Januar. Veganuary. Ich tue mich schwer damit, das auszusprechen. Veganuary? Veganuar nenne ich. Oh ja, vegan. Ich etabliere ein neues Wort. Ab jetzt heißt es Veganuar. Das klingt so wie hier wie Dings. Diese eine Folge mit den Simpsons. Ach, egal. Es ist ein bisschen dunkel schon, wie ihr seht. Deswegen sieht das Licht so ein bisschen gedämpft hier aus. Ja, wir machen uns gemütlich und essen Fleischsalat. Wir fangen mal mit dem hier an. Also, mit eingelegtem Weißkohl, Karotten, Äpfeln und eingelegtem Sellerie. Juhu, wobei, ganz ehrlich, Coleslaw gut gemacht ist schon wirklich gut. 200 Gramm sind drin. Hier habt ihr die Nährwerte. Könnt ihr gerne mal draufschauen und pausieren. Und hier haben wir die Zutatenliste, die gewaltig groß ist. Von daher auch hier dürft ihr gerne pausieren. Es ist zu lang, um ausführlich darauf einzugehen. Was ist wichtig? Wir haben 40% Weißkohl, wir haben 3% Sellerie, wir haben 7% Karotten, wir haben Äpfel, 3% zum Beispiel hier und dann die Gewürze. Dann wird die Soße mit irgendwas gemacht. Wir haben auch sowas drin wie Xanthan, Johannesbrotkernmehl als Bindemittel, Guarkernmehl, also drei Sorten Bindemittel schon. So wie Natriumacetat als Säureregulator drin. Also so einfach nur so ein bisschen Mayo und Gemüse ist jetzt hier nicht, sondern da ist einiges mehr drin. So sieht er aus. Gibt jetzt hier einmal erst so einen Optik-Check und dann probiere ich es gleich. Die Soße sieht so ein bisschen glasig aus, muss ich sagen. Also die ist irgendwie, ich habe das Wort neulich wieder entdeckt, jetzt benutze ich es inflationär, das sieht irgendwie nicht so opak aus, sondern wirklich so ein bisschen glasig, was ich bei Soßen ehrlich gesagt immer so ein bisschen abstoßend finde, weil es mich dann einfach so an Wasser erinnert und das finde ich nicht so cool. Es müsste so ein bisschen trüber sein, ist es nicht, trotzdem so vom Schnitt her und so sieht das eigentlich ganz gut aus und es riecht auch ganz gut. Der vegane Fleischsalat, wir haben hier. Das sind die Nährwerte, schon ein bisschen reichhaltiger, was man sagen muss. Es ist theoretisch Fleisch drin und zwar wie viel Prozent? 40%, aber irgendwie so ein Eiweiß haben wir hier zum Beispiel nicht drin, was bedeutet, dass diese vegane Wurst, wirklich auch einfach nur irgend so ein Fett ist mit Bindemittel sehr wahrscheinlich, denn sonst hätten wir hier mehr Eiweiß. Also die ganzen Umdrehungen kommen hauptsächlich vom Fett, sonst ist hier nichts drin, so gut wie nichts. Vegane Wurst besteht aus Basis von Rapsöl und Sonnenblumenöl, und zwar Wasser, dann kommt Rapsöl, dann kommt noch Sonnenblumenöl, Stabilisator hier. Carrageen, es ist Cognac drin, es ist Xanthan drin, es ist Kichererbseneiweiß drin, es ist auch zu binden, Erbseneiweiß, Bindemittel, Bindemittelstärke, Bindemittel, modifizierte Gestärke, Bindemittel, 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 Bindemittel. Es ist alles voll mit Bindemitteln. Das ist natürlich dann das, was man dafür bezahlt, wenn man etwas haben möchte, was nah am Original ist, es aber einfach nicht sein kann, weil wie gesagt, es ist Wasser und Fett drin. Also wie soll daraus eine Wurst werden? Versteht ihr, ja? Man kann natürlich jetzt auch diskutieren, Fleisch besteht selbst so auch einem großen Anteil Wasser, von daher ist das irgendwo legitim, aber wie gesagt, wenn man das Original nachahmen will, dann geht es nicht ohne irgendwelche Bindemittel, die ja auch im Fleischprodukt zum Beispiel drin sind. Dann haben wir hier eine vegane Salatmayonnaise, die jetzt hier gemacht ist mit Stärke und Rapsöl. Senf ist auch drin, also das passt soweit. Und dann eben hier so ein bisschen Gürkchen, hier 16% eingelegte Gürkchen, ich sage, tue jetzt einfach so, ob da Gürkchen steht. Und ja, das ist der.
Sieht aber so wirklich schon mal sehr überzeugend aus. Ist auch opak und nicht wässrig oder ja, wässrig. Es sieht wirklich nach sehr viel veganem Fleisch und nach veganer Wurst aus. Also reichhaltig voll. Das kriegt man bei einem normalen Fleischsalat gefühlt nicht, dass da so viel drin ist. Auch von der Optik finde ich, ist das sehr gut gelungen. Sieht wirklich gut aus. Und mal schauen, wie der schmeckt. Und als letztes gucken wir uns den hier an. Der vegane Eifrei-Salat. Auch hier ein Blick drauf. Hat auch wieder ordentliche Umdrehungen. Auch hier hauptsächlich alles vom Fett. Auch hier kaum Eiweiß drin und damit ja keine originale Nachahmung von einem Ei. Die Zutatenliste ist gewaltig. Noch viel, viel größer. Die Salatmayonnaise ist hier als erstes drin, die wird ähnlich zubereitet sein. Dann haben wir hier 34% vegane Zubereitung auf Basis von Rapsöl und Kichererbseneiweiß. Auch hier Rapsöl drin, Stabilisatoren, Carrageen, Xanthan, Cognac, also ähnlich wie die vegane Wurst, nur vielleicht mit anderen Farbstoffen drin, zum Beispiel keine Eisenoxide, die hatten wir nämlich da drin, auch Rost genannt. Dann haben wir vegane gefärbte Zubereitung auf Basis von Rapsöl, achso, das ist dann einmal Eiweiß und einmal Eigelb, okay, ich verstehe. Hier zum Beispiel Paprika-Extrakt, ne, für die gelbe Farbe. Kala Namak haben wir hier drin, sehr, sehr geil. Daher kriegen wir wahrscheinlich den schwefeligen Geschmack, ja, oder den Eiergeschmack, denn wie gesagt, Kala Namak hat Schwefelverbindungen und dadurch kommt dann eben das Aroma nach Ei. Und so sieht der hier aus, optisch auch wirklich super, super gut. Ich muss zugeben, jetzt hier in dem Kameralicht mit dem Leuchter, den ich habe, sieht das nicht ganz so kontrastreich aus, aber man sieht hier wirklich so weiße Stückchen, gelbe Stückchen, auch hier die Konsistenz finde ich sehr gelungen. Also das ist wirklich wie so ein dicklicher, reichhaltiger Eiersalat. Gefällt mir wirklich sehr. Wir fangen an mit dem Coleslaw und ich muss hier wirklich nochmal sagen, dieses Glasige, ich finde das wirklich abstoßend. Ich meine, manch einen stört das vielleicht nicht. Aber es sieht einfach irgendwie nicht geil aus. Ich meine, normaler Coleslaw ist auch mal so ein bisschen, es sieht aber irgendwie anders aus. Ich finde, das hier sieht irgendwie... Also mir gefällt das nicht von der Optik. Vom Geruch finde ich es schon mal sehr gut. Wir wollen mal sehen, wie das schmeckt hier. Alles recht fein gehackt. Und das riecht man richtig Kraut, man riecht den Essig. Und ist super lecker. Ihr hört es auch, richtig schön knackig. Leicht süßlich, super gut. Geschmacklich wirklich 1A. Über die Optik, das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich finde, es hat so eine leicht glasige Note, die mir persönlich halt einfach nicht gefällt. Aber dem Geschmack tut das Ganze nichts. Ob man jetzt wirklich, ich meine gut, wenn man sich, ich kenne mich nicht aus mit veganem Krautsalat, aber normalerweise ist Krautsalat, Coleslaw kriegt man, glaube ich, auch ein bisschen günstiger, gerade für die Menge halt. Aber es ist halt vegan. Ich glaube, die anderen sind halt richtig da mit Mayo, wo dann Ei drin ist, dann wird es schwieriger. Aber ich finde, hier ist der Aufwand deutlich geringer als bei den beiden, gefühlt für mich. Ja, und deswegen finde ich hier 1,79 ein bisschen happig, ehrlich gesagt. Ja, für so ein bisschen Karotte und Kohl. Aber gut. Kommen zum Fleischsalat. Der riecht wirklich auch ein bisschen fleischig. Es ist so viel drin. Es ist so viel Fleischsalat drin. Also Fleisch. Ich meine, es riecht auch wirklich, es riecht wirklich wie Wurst. Leute, mega. Wie kann das nach? Ich nehme jetzt die Rückseite. Richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Es schmeckt wie Fleischsalat. Es schmeckt wirklich wie Fleischsalat. Es ist vollmundig, sehr vollmundig. Das sieht man auch an den Umdrehungen. Es ist sehr vollmundig. Es hat diese leicht rauchige Note. Es schmeckt wirklich wie so eine Fleischwurst vom Aroma her. Man hat diesen Knack, der Gürkchen, der ist noch da. Absolut grandios. Also wirklich sehr, sehr, sehr gelungen, der vegane Coleslaw. Der vegane Fleischsalat, Fleischfreisalat. Unbedingt mal ausprobieren. Schmeckt mir sehr, sehr, sehr gut. Oh, ist angeblich sogar ein klimaneutrales Produkt. Die anderen übrigens auch. Jetzt bin ich auf den Eifreisalat gespannt. Da haben auch schon Leute geschrieben, ich hatte es auf YouTube gepostet, dass der sehr lecker sein soll. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, er riecht nach Senf, er riecht nach Ei. Also ich glaube, das geht in eine, vom Geruch geht das in eine geile Richtung wie der von Pop. Oh, riecht wirklich super.
Leute, fantastisch. Auch hier hat man wirklich, ach komm, ich gehe jetzt hier einmal doch nochmal mit der Gabel rein. Hat man einmal dieses Eiweiß, hat wirklich so ein bisschen dieses, wie dieses gebundene, diesen Biss von einem richtigen Eiweiß. Leute, mega. Die Senfnote dazu. Es ist super, super lecker. Sehr, sehr, sehr gelungen. Ich müsste den Pop jetzt im direkten Vergleich haben. Ich sag mal so, gefühlt, ich habe den Pop, aber ich muss sagen, der Pop war auch so das erste Mal, dass ich einen veganen Eiersalat gegessen habe. Deswegen beeinflusst mich das vielleicht ein bisschen. Wenn der Pop eine 1 ist, ist der eine 1-. Also immer noch fantastisch lecker, aber gefühlt war der, fand ich den Pop noch einen kleinen Ticken vom Ei-Aroma, ein bisschen intensiver. Aber das Zeug hier ist unfassbar gut. Von daher gerne mal ausprobieren. Also wie gesagt, geschmacklich alle drei sehr begeistert vom Fleischsalat und Eisalat. Der Coleslaw finde ich ein bisschen zu teuer dafür. Und wie gesagt, die Optik gefällt mir nicht ganz so. Aber trotzdem, drei super Produkte. Und falls ihr sie schon mal probiert habt, dürft ihr mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo da lasst und gerne auch einen Daumen nach oben für den Support für mich. Ich danke dafür und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.